So, weiter geht's mit Final Fantasy 9 und ich bin schon ein bisschen unfähig, diese Insel zu finden, weil die heißt natürlich nicht Terra auf den ganzen Weltkarten, sondern Shimmering Island. Aber wenn man bedenkt, dass es irgendwie gefühlt ewig her ist. Und übrigens, wir sind hier nicht über dem Chocobo, über dem Mocknet, sondern über Chocobo Paradise Dingbums. Aber wenn man bedenkt, dass es halt schon ewig her ist, dass ich wieder Story-Sachen gespielt hatte, denke ich mal, kann man es mir vielleicht verschmerzen. So. So. Estogasa, Gaia, wie auch immer. Estogasa, glaube ich. So, hier ist Zeugs. Genau. Ja, Enter with Kreis. So, wo entern wir denn? Wir entern jetzt. Mist, das sieht an! Die Instrumente spielen verrückt. Wow, das fühlt sich an, als würde das Schiff reingesogen werden. Hey, sieh dann! Das ist, könnte gefährlich sein, wenn wir hier weitermachen. Was? Werden wir unser Luftschiff kaputt machen? Hey, alles, was wir wissen, ist, dass das hier der Eingang ist, ja? Ich habe gehört, dass die Leute hier, die Leute von Estogasa, es die, Geisterstraße nannten. Der Pfad, der die Seelen nach Terra geleitet. Ja, vielleicht ist es eine Art Teleportationstor. So wie das in Kujas Versteck. Ey, müssen das sich dann. Wir. Es ist lustig, wie Eren ab und zu männliche und weibliche Stimmen bekommt. Mister, sieht an. Wir werden reingesogen. Was sollen wir machen? Was nun, sieht an? Oh Gott, wir werden vielleicht nicht zurückkommen können. Fliegen wir halt weiter, weil wir haben eh schon alle Sidequests gemacht, die ich machen wollte, und machen wir das, ne? So, und ab aufs Deck, damit wir auch was davon haben. Was meinst du? Ja, wenn Lilly richtig liegt, dann können wir einfach in den Teleporter springen. Von so hoch? Klar. Naja, uns wird schon gut gehen, ne? Wenn man bedenkt, durch was wir schon alles durch sind, dann ist das hier doch nix. Haha, ist ein Klacks, ist das. Ich glaube, der ist besoffen. So viel zu springen. Könnte das hier Terra sein? Was ist mit diesem Licht? Was könnte es sein? Hä? So, du bist also endlich gekommen. Also eigentlich müsst... Was? Time has come at last? Keine Ahnung. Hier müsst ihr es gelesen haben. Ich kann es nicht lesen. Wer zur Hölle bist du? Na, fragst nach meinem Namen, hä? Ja. Dann lass uns doch fragen. Und ich denke mir gerade so, eigentlich müsste der hier von Christopher Lee gesprochen werden oder sowas, ne? So von der Stimme her, das wäre geil. Ja. Was ist denn dein Name, Ich heiße, Ey Mann, was ist dein Problem? Ja, ich versuche dir meinen Namen zu sagen. So, du glaubst also, der Name, der dir gegeben wurde, hat irgendeine Bedeutung? Ach, Junge. Du wurdest doch verzaubert vom Licht des blauen Mondes. Was weißt du darüber? Du musst hier aus Terra sein.
du weißt einfach gar nichts. Das ist alles. So, dann komm einfach mit und guck's dir selber an. Guck dir an, was Terra ist und was du bist. Ey, warte mal, hups, der ist weg. Sieh dann. Lilly, geht's dir gut? Ja, klar, es geht uns allen gut. Komm, lass uns beeilen. Ja. Die Frage ist, Eiko oder Lilly? Lebenspunkte. Ich glaube, Eiko. Start. Nicht? Muss ich nicht okay sagen? Select four members. Habe ich doch. Ist okay. Gut. Dann laufen wir jetzt nach unten hier, oder was? Ja. Terra. Mit Wunden. Dieser Schriftzug sieht völlig anders aus als die anderen. Der slidet komisch rein. So, hä? Ey! Was ist das denn? Was zur Hölle bist du denn? Piu! Oh, kämpfen können wir auch. Das ist ja spannend. Mal gucken, wogegen wir auf Terra kämpfen. Gegen Terrano? Gegen Dinge mit Stacheln umdingens. Lass uns erstmal nochmal. Ein Ringleader. Oh, solange es kein Ringgeist ist oder so. Nee. Zaubert Reflekt auf sich selber. Ja, finde ich in Ordnung. Dann hauen wir ihn einfach. Blind. Ist nicht so cool. Oh, sehr gut. Nice. Gut, dass wir Autoreflekt haben. Jedenfalls manche von uns. Wieso hat Steiner kein Autoreflekt? Crazy. Bio? Oh, warte. Sehr gut. Es ist so super. Wenn die Reflekt haben, dann hauen wir die einfach. Das finde ich in Ordnung. Also, Steiner braucht auf jeden Fall nochmal so ein bisschen Reflekt. Knuff. Ist schon echt super. Zonk, weg. Er hat immerhin, hier, Speed. Oh, Level Up Lilly, sehr gut. Und Geld. Was auch immer wir mit dem Geld machen. Da müssen wir nochmal, könnt ihr nochmal vielleicht in die Kommentare schreiben, was ich mir von dem Geld noch kaufen soll. Und ich muss mal kurz angucken, was Steiner kann. Der hat nämlich keinen Haste. Kann er irgendwie einen Haste-Ring installieren oder so? Ein Dings hier. Ein Dingens, Reflect. Oder wer hat den Reflect-Ring? Haben vielleicht die anderen den? Eiko hat einen Reflect-Ring. Eiko hat es aber noch nicht gelernt. Ich habe noch einen Reflect-Ring? Nein. Na gut, dann müssen wir erstmal so haushalten. Ist ja okay. Geht irgendwem nicht gut? Geht allen gut. Na top. Dann laufen wir weiter. Komische Straße. Oh, eine Truhe. Juhu. Elixier. Sehr gut. Und dieses seltsame Ding. Hä? Hey, warte mal. Oh. Und wir können da links... Also, ist doch noch eine Truhe. Ja. Da laufen wir gleich mal hin. Ein Augenmonster. Ich würde sagen, es hat den Überblick. Bomb. Wir sparen uns einfach die Magie mal gerade. Weil aktuell machen wir ganz gut Schaden. Oh, Absorb. Aber das wird. Absorb ist kein Elementarzauber. Deswegen kann der nicht zurückgeworfen werden. Und ich habe das Gefühl, Vivi hat gar kein Auto-Regen. Critical 6300. Krass. Das sind Zahlen, mit denen können wir ganz gut leben.
So, Vivi hat keinen Regen. Vermutlich ist das vernünftig. Autoregen 10. Aber Reflex mal 2 ist einfach so lustig. Das muss ich unbedingt ausprobieren. Oder so, ne? Vivi braucht einfach viel mehr von den Ability Points. Tja, keine Ahnung, wie wir das hinkriegen. Dafür muss ich ihn trotzdem mal eben heilen. Ich habe ein paar Potions. So. Und jetzt will ich eigentlich will ich ja nach links zu der Truhe. Also nach ganz links. Da muss man auch irgendwie hinkommen können. Naja, müsste halt mit ein paar random Kämpfen jetzt vorlieb nehmen. Virus-Powder, oh nein. Er wurde erwischt, okay. Was kannst du jetzt Neues? Slash. Versuchen wir das einfach mal. Oh, stumm ist er ja auch schon. Ist ja blöd. Vielleicht kann er ja kein Thunder Slash machen. Wenn er dafür reden müsste. Ja, versuch's doch. Bist selber blind. Blindschleiche. Venom and Poison. Virus hat ihn immer. Isuna Various abnormal Status. Ich glaube Steiner. Versuchen wir es mal. Es geht durch. Aber wir haben nicht getroffen, schade. Trotzdem nett. Virus Powder. Okay, wen? Egal, hau halt zu. Solange du Trance hast, kannst du einfach hauen, würde ich sagen. Bring die Dinger eh um. Ah, Isuna funktioniert, das ist gut. Dann machen wir nochmal Isuna und zwar auf Vivi. Aber der Kampf ist eh vorbei. Gut. Genau, da kriegt man nämlich keine XP mehr. Mathist, okay. Dann machen wir, wie wir jetzt heile. Und dann gucken wir uns mal kurz an, ob es noch mehr AP-Punkte gibt mittlerweile. Und wie wir zu der blöden Truhe kommen. Vaccine. Heilt Virus. Zack. Alter, haben wir nur 2 Stück von, das ist ja krass. Mit einem AP machen wir hier, glaube ich, gar nichts. Hier machen wir auch nichts. Gut, okay. Die Musik ist schön. Wie auch immer ich diesen Schatz einsammeln soll. Ich glaube, hier können wir nur nach oben laufen. Aber vielleicht kann ich dann irgendwie nach links und wieder zurück oder so? Nee, das ist auch komisch. So funktioniert das doch nicht mit dem Spiel. Na oh, toll. Ja, sorry, dass es die ganze Kämpfe gibt, aber ich will doch zu der Truhe hin. Wir greifen einfach alle an. Fertig. Okay, man muss auch irgendwie rüberspringen können zu der Kiste. Naja.
Oh, Vivi, der verliert die ganze Zeit Leben. Das ist voll blöd. Weil wegen dem Absorb immer, ne? Ja. Kann man Vivi vielleicht statt diesem... vielleicht mal zwei, vielleicht einfach mal Autoregeln antun. Einfach damit er... ja, weißt du, damit er halt irgendwie... Abilities lernen könnte sinnvoll sein. Hier hättet es gut. Level up, machen wir es so. Weil dann, besser. Sieh da an, was möchtest du denn gerne equippen? Eine Gamble Defense, so. So, jetzt können wir mal gucken. Wir müssen irgendwo rüber hüpfen können. Vielleicht auch wieder unten lang. Ah, hier können wir runterlaufen. Ah, hier waren wir noch nicht. Sehr gut, sag ich doch. Eine Coronet, wir haben glaube ich schon eins. Wo ist es denn? Ich glaube, Coronet war aber was hier für sie zum Equippen, für den Kopf. Da. Ah ne, jetzt haben wir eine. Man Eater Return Magic, okay. Du kannst definitiv kein Coronet auftragen. Du hast schon eins auf? Ah, genau. Und du, wie sieht es mit dir aus? Willst du eine Krone tragen? Nee, du willst auch keine tragen, ne? Das ist nicht männlich genug für dich. Das ist nicht macho genug. So, zack. So geht das nämlich. Na also. Dragon Wrist. Das klingt für mich, als müsste das eigentlich ein Ding sein für unsere Drachenfrau da. Gibt aber ganz ordentlich Stats. Schon okay. Jelly Lancer. Ja, Lancer. Ist ja wieder ein typisches Ding für unsere Lanzenfrau. Ja. Kann das wieder gar nicht tragen, weil es nicht hart genug für ihn ist. Und ihm bringt das auch nichts. So richtig. Gut, ein bisschen Stats, ne? Aber ja. Egal, trotzdem gut, dass wir es haben. So. Würde ich sagen, gehen wir zurück. Dann hätten wir den Screen auch durch. Ja. Cool, wir haben Reflektion im Wasser. Da unten, merkt ihr das? Das ist cool. Das ist so ein Spiegel, scheinbar. Ja, natürlich nochmal kämpfen. Ich meine, jetzt habe ich ungefähr 20 Minuten gebraucht, nur für hier. Aber ist noch nicht so schlimm wie Gronkh. Nein. Ich kann euch auch ohne zuhauen besiegen. Virus Powder, okay. Auf sie selber, auf Aiko. Das ist aber schlecht. Silence? Yes! Remove Venom Poison, Vegify. Izuna natürlich. Ist noch ein tolleres. Ja. Nee, wir machen jetzt mal Izuna und hoffen mal einfach, dass es auch funktioniert auf uns selber. Oh, scheiße. Das ist blöd, wenn man natürlich Reflekt drauf hat. Ah, richtig. Gegen Reflect auf Ringleader.
Der Punkt ist dann ja... Ja, weil er nichts mehr sieht, ne? Genau. Weißt du, wir können auch einfach... Aber das ist schade um die EP aus dem Kampf, aber wir können auch einfach draufhauen jetzt. Und dann ist gut. Mhm, Silence, nehme ich auch. Selber Silence. Bam. Und weg. Gut. Aber dann kann sie immerhin mit Isuna sich selber wieder heilen, statt dass wir eins von unseren zwei verbleibenden Vaccines nutzen müssen. Oh, sie hat gar kein Virus mehr drauf? Er hat nur noch eine Sonnenbrille an, das ist ja nett. Augentropfen. Wie praktisch, wenn man blind wird, kriegt man Augentropfen. Super. Game Logic, yes. I can have Game Logic, please. Ability, use. Oh, Augentropfen müssen wir eigentlich auch genug haben, oder? Ja, 90, hallo. Zack. Nur halt eben wegsehen, zu wenig. Na gut, gleich gehen wir den Screen nach oben. Und, bis das passiert, machen wir kurz einen Cut. Und damit, bis gleich.